was du ablehnst, das ziehst du an. Wir müssen erkennen, dass die Welt immer nach Balance strebt. Das heißt, nichts ist entweder so oder so, sondern alles ist hat alles von allem, sozusagen. Das ist genau dasselbe, wenn man nur einatmen will, aber nicht ausatmen. Und die meisten Menschen sagen, sie sind gut, sie sind ordentlich, sie sind lieb, sie sind brav und so weiter. Aber verleugnen gleichzeitig das Gegenstück davon, das Unordentliche, das Versaute, das Nichtbrave, das Rotzlöffelige und so weiter. Und dadurch, dass wir das ablehnen in uns, wir aber trotzdem alles sind, sozusagen, ziehen wir das in Form von anderen Personen und in Form von anderen Ereignissen an. Das heißt, wenn wir immer nur brav sein wollen, kriegen wir wahrscheinlich Kinder, die immer nur rotzlöfflich sind. Wenn wir sehr ordentlich sind, dann ziehen wir einen Partner in unser Leben, der plötzlich alles rumliegen lässt. Das heißt, das Leben weist uns immer auf dieses Gegenstück hin, das wir in uns ablehnen. Das heißt, diese Leute und diese Ereignisse, die uns eigentlich aufregen, sind eigentlich sehr gute Dinge. Sie weisen uns darauf hin, dass wir viel zu einseitig uns charakterisieren, dass wir Dinge in uns ablehnen, die aber zu uns gehören, und dadurch entsteht ein Widerstand. Und Widerstand führt immer zu negativen Ereignissen, zu Aufregen, zu generell zu Negativität. Weil wir das erkennen, dass die Leute, die uns aufregen oder die Ereignisse, eigentlich nur das repräsentieren, was wir in uns selbst ablehnen, was aber ein Teil von uns ist trotzdem, dann erkennen wir, dass diese Ereignisse eigentlich sehr gut sind, dass sie uns eigentlich helfen. Und dann sehen wir diese Dinge auch nicht mehr so ernst und können vielleicht über diese Dinge lächeln und diesen Dingen oder diesen Menschen dankbar sein dafür und verwandeln dann diesen Widerstand und diese Aggression in Friede und Bewusstheit und Freude und Liebe. Ich finde es eine sehr gute spirituelle Übung und die einem sehr viel weiterhelfen kann in der Hinsicht. Bis zum nächsten Video. Ciao.